und die Olivia. Ja, vorbei. Immer sein Gefährte. Celopa. Und Olivia. Ja, sehr gut besucht. Hallo und Sabadikap. Ja, diese Woche gibt es mal viele neue, andere Veränderungen, auch mit dem Frühstück. Ja, ich bin jetzt in der Soy 8, in der Seelorbar. Ja, da will ich heute mal frühstücken. 9 bis 15 Uhr Breakfast. Was haben sie denn da? 1, 2, 3, 80 Watt. Ja, ich will aber was Vernünftiges haben. Ich will dann nicht so ein Billigfrühstück haben. Ja, gehen wir mal rein. Ja, Hamburger Set 100 Watt, also die sind natürlich sehr, sehr, sehr billig. Spiegeleier, Frühstück. Spiegeleier, Schinken, Speck, Brot, Käse, Tee, 80 Watt. Rühreier, Schinken, Wurst, 80 Watt. Gekochtes Ei. 80 Watt. Ja, dann müssen wir ja zwei Frühstücke bestellen. Ja, ja. Suppe. 45. Das ist also wirklich so billig. Da macht es nur die Masse. Schnitzel. Schnitzel 130 Watt. Spaghetti Carbonara 130 Watt für Schweinefleisch. Also, das liegt ja alles bei 130 bis 150 Watt im Cordon Bleu. Was gibt's denn da noch? Schweinsbratwurst. Schweinsbratwurst mit Pommes und Salat. 130 Watt. Seebohnensteak. Senfreit. Fried Potatoes extra. Ja, also wirklich Thai Food 60 Watt, also das sind also Preise. Also wirklich 130, da kostet nicht 200 Watt Garnelen. Ja gut, jetzt Fische. Aber jetzt gehen wir mal zum Frühstück über. Jetzt werde ich gleich zwei Frühstücke bestellen. So, jetzt mache ich den Test. Ja. Ist egal, ich bestelle jetzt zwei Frühstücke. Kaffee, Orangensaft, ja. Eierschinken, Speck, Rühreier, Speck, Rühreier. Jetzt werde ich mal gucken, was sie sagen. Jetzt bestelle ich für mich alleine zwei Frühstücke. Ja, jetzt komme ich hier und stehe auf der Straße vor der Celorba. Ja, und dann ruft er hier, der Rainer. Ja, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Vor 15 Jahren? Ungefähr. Ja. Ungefähr, dann sage ich, dann setze ich mich gleich am Tisch. Ja, er gibt mir auch so ein bisschen Aufklärung. Er sagt auch, Celorba ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Das billigste Frühstück für 80 Watt, wollen wir mal sehen. Woanders kostet über 200 und. Ja, da habe ich jetzt gleich zwei Frühstücke bestellt. Ja. Und dann mal gucken.
Ja, das ist also ein Frühstück. Für das Frühstück zahlt man auf Koh Samui, wenn du auf Koh Samui bist oder so, da kriegst du noch ein paar Bohnen dabei, da bezahlst du über 200 Watt für, ne? Auf die Insel, ne? Ja, richtig, richtig gut besucht und richtig groß. Richtig groß. Und für Personal. Und hier sitzt es mal mit Popeye. Mit seiner Seife. Popeye, der Seemann, Seelover. Ja, der Mann von hier ist als Schweizer leider. Ist schon lange verstorben. Ja. Aber für dieses Frühstück im Prinzip, das ist also, kann man sagen, wie ein amerikanisches Frühstück. Ja. Und da gibt es ja noch Bohnen dabei. Ja, und das kostet auf der Insel so zwischen 180 und 250. Ja. Und hier kostet es 80. Ja, da macht das also die Masse, wenn ich erzähle. Also jetzt gibt es Leute, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 15, 18, 20, 30. Ja, es sind ungefähr 50 Leute hier zum Frühstück. Und ja, da macht er die, verkauft ja, also ich sag mal 300, 400 Frühstücke am Tag. Und dann lohnt sich das auch. Er war zuvor, vor Oktober. Ja. Im August oder September, wenn du hier gehst, waren nicht einmal die Hälfte hier. Das ist klar. Ja, das war geil. Karl Langen, das ist, sag mal, meinst du genau, Oktober, wenn es reingeht, November, kommen wir vor dem Deutschen. So Leute, jetzt wundert euch nicht, jetzt habe ich gleich zwei Frühstücke. Einmal Rühreier und einmal Spiegeleier, Rührei und Toastbrot. Ja. Und das alles für 160 Mark. Also das ist wirklich unschlagbar. Ja, zwei Kaffee, also sind zwei komplette Frühstücke. Zweimal Kaffee, zweimal Rohr. Das glaube ich auch. Ich glaube, jetzt kam der zweite Kaffee, der zweite Orangensaft. Ja, ich glaube, ich bin wohl der Einzige, der hier also zwei Frühstücke bestellt. Ja, aber dann bin ich aber auch satt bei zwei solchen Dingern. Für eins anreicht, für einen kleinen Hunger. Ja, erste Frühstück ist weg. Man könnte überhaupt amerikanisches Frühstück dazu sagen. Aber ist okay, für 80 Watt. Ja, und jetzt gibt es hier Rühreier, zwei Kaffee. Ja, auch zweite Frühstück. Und immer wenn man kommt, wer kommt hier auch hier hin? Der Robby vom German Garten, vom Lagerhaus Deutsch 12. Der hatte damals auch einen Grill von mir gekauft. Der hat auch immer Haxenhähnchen-Tag gemacht. Dann hat er zwei Grills gehabt, war auch immer richtig gut besucht. Ja. Und dann ist er nach Deutschland zurück. Ja, und jetzt ist er, sagt er, seit zwei Monaten Rentner und wohnt hier zwischen Bangkok und Chiang Mai. Ja, so trifft man die Leute alle wieder. Sie kommen wieder, sagt er. Jetzt bin ich Rentner, na, was soll ich noch hier? Ja, jetzt werde ich mal bezahlen. Zwei Frühstücke für 160 Watt. Ist also wirklich das absolute Top. Viel Personal hier. Große Kaffee, okay, das ist wahrscheinlich so ein Kaffee, aber ist, Kaffee ist kein Bonn-Kaffee, denke ich mal. Dafür können sie nicht für den Preis. Ja, und ja. Dann sage ich immer, verabschiede ich mich hier von der Seelauber. Ich denke mal, das ist das einzige billigste, nicht billigste, das günstigste Restaurant, was ich jetzt kennengelernt habe von den Preisen her. Ja, sie kauft schon was von mir, aber ich will ihr noch mehr verkaufen. Mehrere Sachen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, und dann sage ich mal Tschüss. Und aber gucken, wo wir das nächste Mal frühstücken gehen. Aber ich bin ja viel im Stress.